B2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schreckbild der Pyramide ABCS mit der Höhe MS, deren Grundfläche das gleichschenklige Dreieck ABC ist. M ist der Mittelpunkt der Basis BC. Es gilt AM 9 cm, BC 12 und MS 10 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1 zeichnet das Schrägbild der Pyramide ABCS, wobei die Strecke AM auf der Schrägbildachse und der Punkt A links von Punkt M liegen soll. Für die Zeichnung gilt Streckfaktor Q ist 1/2 und Verzerrwinkel Omega 45 Grad. Wir markieren am besten nochmal die wichtigen Informationen. Wir haben eine Pyramide ABCS mit Höhe MS, das passt. Hier noch wichtig, wir haben ein gleichschenkliges Dreieck als Grundfläche. Zusätzlich haben wir noch ein paar Größen angegeben, AM, BC, MS. Kann man im Prinzip in die Skizze noch eintragen. AM sind 9, BC sind 12 und MS sind 10. Hat man ein bisschen Überblick. Und natürlich weiter wichtig, auf zwei Stellen nach dem Komma runden. In 2.1 soll nur gezeichnet werden, also können wir uns anhand der Skizze orientieren, wie wir loslegen. Ich empfehle immer, man beginnt mit der Strecke, die auf der Schrägbildachse liegt. Das steht irgendwo in der Aufgabe drin. Ich habe mir die Strecke AM auf der Schrägbildachse. Also beginnen wir jetzt mit Zeichnen. Darauf achten, dass man genügend Platz nach oben lässt. Hier sieht man zum Beispiel, MS sind 10 cm, also von M aus 10 cm rum Platz lassen. So, ich beginne mit meiner Strecke AM, die war 9 cm lang. Habe ich meinen Punkt A und meinen Punkt M. In der Aufgabe steht, nach A soll links von M liegen. Nicht, dass man die aus Versehen verkehrt rumzeichnet. So, als nächstes kann ich die Strecke MS zeichnen. Die geht einfach senkrecht nach oben, 10 cm. Und dann habe ich meinen Punkt S. Dann kann ich auch schon AS verbinden. Dann habe ich mein erstes Dreieck. So, und dann brauche ich noch die Strecke BC. Da brauche ich jetzt die Angaben von hier unten. Oh, das war der falsche Stift. Hier. Diese Angaben, der Streckungsfaktor Q und den Verzerrwinkel. Q heißt, wenn die Strecke BC, die liegt ja so schräg drin, soll ja diese Tiefe des Körpers anzeigen. Der muss auch irgendwie die Tiefe in unserem Schrägbild darstellen. Da geht es ganz einfach. Die Originalgröße der Strecke, also BC gleich 12 cm, wird mit diesem Streckfaktor Q multipliziert. 12 mal 1/2 sind 6, also ist in unserer Zeichnung die Strecke BC 6 cm lang. Aber nur in der Zeichnung im Original ist natürlich immer noch 12 cm. Und um herauszufinden, ja, was für einen Winkel brauche ich hier eigentlich, das ist der Verzerrwinkel Omega, der immer angegeben wird. Ja, zur Schrägbildachse, im Prinzip senkrechte Strecken, die die Tiefe andeuten sollen. Hier kommt dieser Verzerrwinkel Omega rein. Also wir legen das Geodreieck an und gucken, dass wir hier im Prinzip diesen 45-Grad-Winkel antragen. Da kann ich zum Beispiel hier das Lineal zur Hilfe nehmen, dann sieht man den 45-Grad-Winkel besser. So, hier durch den Punkt M durch. Geodreieck nehmen und wir haben ja gerade ausgerechnet, in unserer Zeichnung ist die Strecke BC 6 cm lang, das heißt 3 cm nach oben zeichnen und 3 cm nach unten zeichnen. So, dann habe ich hier unten meinen Punkt B, hier oben habe ich meinen Punkt C. Dann jetzt noch alle restlichen Strecken verbinden. Und im Hintergrund noch die Strecke AC. Kann man theoretisch gestrichelt machen als Zeichen dafür, dass die hinten im Raum drin liegt. So, erste Aufgabe erledigt.